Wir haben in der Gedenkstätte zwei große Objekte. Das erste Objekt ist die Schule. Denn die Schule ist, wenn man so will, ein Originalgegenstand. Die ist immer im Blick. Der Blick zur Schule ist Teil des Konzepts. Und das zweite große Objekt ist die originale Krankenbaracke, die im Jahr 1944-45 auf dem Schulhof gestanden hat. Alle diese Männer mussten hier arbeiten. Und weil sie das selber nicht gerne wollten, nennt man sie Zwangsarbeiter. Ja, weil sie wurden gezwungen und die Flugzeugmotorenfabrik wurde von Berlin nach Obrichheim verlagert. Und da brauchte man ganz viele Leute, die da arbeiten. Ja, und deshalb hat man Gefangene aus ganz Europa plötzlich hier in Neckarelz auf engem Raum zusammengepackt, damit möglichst viele dort arbeiten können. Und deshalb 1000 Männer in der Schule und die mussten jeden Tag von Neckarelz nach Obrichheim laufen, über den Neckar und mussten da durchs ganze Dorf laufen. Ihr sollt heute das allererste Mal über diesen Goldfischpfad mit einem Geocache gehen, der des Verlagerungsprojekts und der Arbeitsort der Häftlinge war hier. Hier sind die Originalschauplätze und ihr sollt euch heute auf den Spuren dieser Originalschauplätze machen und dazu habt ihr verschiedene Aufträge. Wir haben schon immer versucht, die Gedenkstätte als innovativen Lernort aufzustellen, insofern als wir entdeckendes Lernen in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir wollen, dass diese Gedenkstätte ein Ort von Freiheit ist. An einem Ort von äußerster Unfreiheit muss ein Maß an Freiheit auch für Besucher bestehen und auch, wie weit sie sich darauf einlassen wollen, selber bestimmen. Ich darf Sie ganz herzlich hier in Grafeneck begrüßen. Das freut mich, dass Sie heute hier sind mit zwei Kolleginnen vom Landeskriminalamt. Ich habe gehört, es gab Kontakt zu dem Künstler Jochen Maider und Sie holen heute 11 Figuren ab, stellvertretend für die fast 11.000 Menschen, die hier ermordet wurden. Die Menschen kamen aus, wir sagen heute, Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie. In der Zeit damals sagte man Heil- und Pflegeanstalten. Es gab insgesamt 6 dieser Vernichtungsstätten und Grafeneck von den Tätern Anstalt A genannt. Was passiert hier? Grafeneck war ein staatliches Verbrechen, es war ein arbeitsteiliges Verbrechen und es war ein Großverbrechen. Gab es in der Vergangenheit Personen, die im Grunde den gleichen Auftrag hatten wie wir, die Gesellschaft vor Straftaten zu schützen, die Gesundheit und das Leben jedes Einzelnen zu bewahren und die diese Verpflichtung auf den Kopf gestellt haben, grausam auf den Kopf gestellt haben. Und sich dessen bewusst zu sein, heißt auch, wehrhaft zu sein. Und deshalb möchte ich die Figuren bei uns haben,
auch als wehrhaftes Signal, so etwas darf es bei uns nie wieder geben. Das sind im Grunde, das hört sich jetzt auch merkwürdig an, Opfer des Erfolgs. Dieses Haus hier, das Dokumentationszentrum, wurde vor 15 Jahren gebaut und seit dieser Zeit kommen immer mehr Besucher. Und das heißt, Bildungsarbeit macht heute den Schwerpunkt von Gedenkstättenarbeit aus. Dann würde ich vorschlagen, wir legen einigermaßen pünktlich los. Mein Name ist Robert Frey, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und zuständig für den Fachbereich Schule und Bildung. Herzlich willkommen zu dieser digitalen Lehrerfortbildung des Dokumentationszentrums Obra-Kuhberg und der Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Nicola Wenge und ich darf Sie ganz herzlich hier in der KZ-Gedenkstätte Obra-Kuhberg begrüßen. Was ist das für ein Ort? Von November 1933 bis Juli 1935 waren hier im Fort Obra-Kuhberg in Ulm politische Gegner des Nationalsozialismus inhaftiert. Sie wurden mundtot gemacht, um den Widerstand zu zerschlagen und die Bevölkerung einzuschüchtern. Und dieser historische Ort ist noch in seinen räumlichen Gegebenheiten weitgehend erhalten und auch zugänglich, sodass Besucherinnen und Besucher hier sehr unmittelbar diese Räumlichkeiten kennenlernen können. Und damit steht die KZ-Gedenkstätte Obra-Kuhberg für die Anfänge des Nationalsozialismus und für die Anfänge des Systems der Konzentrationslager. Sie sehen hier ein historisches Foto. Es zeigt eine Propaganda-Inszenierung, die am 1. Mai 1934 an der Kommandantur des KZ angebracht war. Zu sehen ist ein Porträt von Adolf Hitler, Hakenkreuzfahnen, der Reichsadler sowie die Parole »Gestern Hunger und Not, heute Arbeit und Brot«. Der Ulmer Häftling Emil Benz wurde gezwungen, dieses Bild zu zeichnen. Mehr zu Emil Benz können wir drinnen an der Häftlingsdatenbank erfahren und da gehen wir jetzt hin. Der 1901 in der Schweiz geborene Ulmer Maler und Anstreicher Emil Benz wurde im Jahr 1933 im Sommer verhaftet, da er als politisch verdächtig galt, weil er KPD-Funktionär war. Im November 1933 wurde er in das KZ Obra-Kuhberg gebracht, wo er im Frühjahr 1934 zum Malen des bereits erwähnten Hitler-Porträts gezwungen wurde. Die Bilder, die ihn hier zum Beispiel auch in seiner Jugend zeigen, haben wir von seinen Angehörigen aus seinem privaten Nachlass erhalten. Da es kaum offizielle Quellen zu den frühen KZ in Württemberg gibt, sind diese privaten Nachlässe auch für die Forschung unersetzlich. Wir sind aktuell auch dabei, unsere Häftlingsdatenbank, um die KZ Heuberg und Gotteszelt zu erweitern und so alle uns bekannten Häftlinge der frühen Konzentrationslager in Württemberg aufzunehmen. Und gleichzeitig können wir in unserem Archiv diese privaten Nachlässe auch erhalten und für zukünftige Generationen sichern. Also ich glaube, auf die Gedenkstätten kommt eine unglaubliche Aufgabe zu. Die war vorher schon wichtig,
die wird jetzt noch mal wichtiger. Zum einen aufgrund der aktuellen Debatten wie Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Aber auch, weil wir bald keine Zeitzeugen haben werden und weil wir eine Zusammensetzung der Gesellschaft haben, die sehr heterogen ist, deren Vorfahren nichts damit zu tun hatten. Und trotzdem müssen wir natürlich klar machen, dass dieses dunkle Kapitel natürlich die Geschichte aller Menschen sind, die in diesem Land leben. Und wer unsere Werte, wer unsere politische Kultur verstehen will, der muss sich damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es auch sogar, ich würde so weit gehen, es ist ein wesentlicher Bestandteil, um überhaupt unsere Demokratie zu verstehen. Warum stehen welche Werte in unserem Grundgesetz? Und das ist wirklich eine Herkulesaufgabe für die Gedenkstätten. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar und froh, wie viel ehrenamtliches Engagement da drin steckt. Ich bin froh, dass die Mehrheit des Landtags sich ganz klar zu dieser wichtigen Arbeit bekennt und das auch weiterhin fördern wird. Und das ist ja auch eine Verpflichtung für uns als Gesellschaft. Das ist die jetzige Synagoge von Emding und wir sind hier 1999 hineingezogen. Wir als Gemeinde haben keine Synagoge neu gebaut, sondern wir sind in einen historischen alten Bau gezogen, wenn man so will. Der alte Salzspeicher der Stadt Emding. Ich bin in der jüdischen Gemeinde hier in Emding zuständig für die Führungen, für die Synagogenführungen. Und speziell für die Schülerinnen und Schüler, für die Anfragen von den Schulen, die kommen. Und das ist meine Hauptaufgabe hier in der jüdischen Gemeinde. Ich bin auch Religionslehrerin für jüdische Religionslehre, aber da ist mein Arbeitgeber die israelitische Religionsgemeinschaft Baden, die in Karlsruhe ist. Wir haben Veranstaltungen, Vorträge, Konzert. Wir haben den Europäischen Tag der jüdischen Kultur, den wir zusammen gestalten. Wir haben das jüdische Lehrhaus auf die Beine gestellt, schon vor über 10 Jahren gegründet. Und natürlich inzwischen die Online-Vorträge, die wir gezwungenermaßen auch durchführen müssen. Der Verein für jüdische Geschichte und Kultur Emending e.V. als Träger des Jüdischen Museums wurde 1988 gegründet. Es war eine Gruppe jüdischer und nicht-jüdischer Bürger, die sich hier gemeinsam für diese Idee eines Museums für jüdische Geschichte stark gemacht hat. Die Idee war, die Geschichte der Emdinger Juden während der NS-Zeit aufzuarbeiten und hier an einem authentischen Ort jüdischen Lebens zu präsentieren. Es gibt in Baden-Württemberg nur wenige Beispiele erhaltener Mikvaot, ritueller Bäder aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die in einem Gebäude unabhängig vom Synagogenbau erhalten sind. Und es ist auch das zentrale Exponat des Jüdischen Museums Emmendingen, das sich ja im ehemaligen Badhaus befindet.
hier unten im Untergeschoss eben das Tauchbecken zum Untertauchen von Menschen, aber auch von Küchengeräten, religionsgesetzlich vorgeschrieben. Im Judentum hat ja alles symbolische Bedeutung und wir haben hier 6 Stufen, die in das Wasser hinabführen, die an die 6 Schöpfungstage erinnern sollen. Und der Verein hat dann in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit mit Unterstützung natürlich der Stadt, der Landesdenkmalstiftung, hier das Gebäude restauriert und 1997 das Museum eröffnet. Die Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Emmendingen ist sehr intensiv. Wir machen eine Fülle von Kulturveranstaltungen gemeinsam. Wir machen Führungen, sodass die Besucher dann zunächst mal das jüdische Leben in der Geschichte hier im Museum kennenlernen und dann in einem zweiten Teil die aktuelle Synagoge, das aktuelle jüdische Leben kennenlernen können. Ganz einzigartig in Baden-Württemberg ist dieses starke bürgerschaftliche Engagement, mit dem die Gedenkstätten getragen werden. Es waren die Überlebenden selbst und kritische Bürgerinnen und Bürger, die das überhaupt erst erstritten und ermöglicht haben. Und auch heute werden die Gedenkstätten ganz maßgeblich von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen getragen. Und deswegen, und das ist mir wirklich auch als Vertreterin der Gedenkstätten so wichtig zu sagen, deswegen brauchen Gedenkstätten auch heute Unterstützung. Und zwar auf den verschiedensten Ebenen. Vom Bund, vom Land, von den Kommunen, aber auch von Menschen, die sich nach wie vor einbringen. Und von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, die die Gedenkstättenarbeit eben auch mit zusammen im Netz tragen und gestalten. Es gibt mittlerweile über 70 Gedenkorte, Erinnerungsorte, die sich auch über das gesamte Bundesland verteilen und die auch thematisch, und das ist ja auch ganz wichtig, das gesamte Unrechtsspektrum des Nationalsozialismus abdecken. Und so vielfältig die Orte sind, so vielfältig sind auch die Aufgaben heute und die verändern sich auch immer weiter. Die Forschung ist nicht abgeschlossen, die Vermittlungskonzepte werden weiterentwickelt. Und die Gedenkstätten jetzt im Jahr 2021, die sind natürlich schon auch sehr hart von Corona gebeutelt, kann man sagen. Aber sie haben eben auch gute und sichere Hygienekonzepte entwickelt, mit denen man also wirklich, sobald es möglich ist, auch diese Orte wieder besuchen kann. Und da laden wir ganz herzlich dazu ein. Musik.